Schon der Einstieg in die Pressekonferenz zeigt eine kleine musikalische Vielfalt des Veranstaltungsreigen des Leobener Hauptplatz-Sommers. Mit mehr als 45 Veranstaltungen findet heuer ein wahres Event-Erdbeben statt und macht den Hauptplatz damit einmal mehr zum Herzen der Stadt. Es ist für alle etwas dabei, es werden die verschiedenen Genres bedient. Ich glaube, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, er braucht auch Unterhaltung und das wollen wir bieten. Niederschwellig und meist kostenlos mit wenigen Ausnahmen. Und denjenigen, die selbst etwas veranstalten, denen greifen wir unter die Arme. Denn neben dem City-Management nützen auch andere Veranstalter den Hauptplatz als Austragungsort. Ich sehe das Ganze hier als große Netzwerkveranstaltung. Deswegen haben wir sehr viele eingeladen, die Veranstalter. Wir machen das gemeinsam in Leoben für unsere Stadt. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und da gibt es wie zum Beispiel jetzt die Kiwanis, die da so auftreten werden. Ob es die Hundestaffeln sind, die Kinderolympiade, ob es das Wheel of White Party ist, der LE-Lauf. Also sehr ein vielfältiges Programm und das machen wir gemeinsam. Neben den klassischen Highlights wie Gösser Kirtag und dem wiedereingeführten Weinfest ist auch die Veranstaltungsreihe Summer Nights mittlerweile ein fixer Programmpunkt. Wir haben versucht, auch in den Summer Nights unterschiedliche Genres mitzunehmen. Also sehr viele regionalen, aber auch überregionalen Künstlern. Und da haben wir echt gute Stars gefunden, die auch noch leistbar waren für uns und die nach Leoben geholt. Los geht schon mit dieser Reihe am 19. Mai mit der Leobener Music Night. Weiter steht Country Music und Line Dance am Programm. Mit den Pagaburm kommt am 20. Juni Volksmusik auf den Hauptplatz. Elton John und Billy Joel wird bei einer Tribute Night Respekt gezollt. Musical, eine Italo-Show und natürlich Austropop mit Gary Schweiger und die Herzkraftband werden am Hauptplatz ordentlich einheizen. Schon am 12. Mai startet das erste von insgesamt 11 Platzkonzerten. Die Blaskapelle Seegraben lädt zum Muttertagskonzert. Am 30. August kommt das Leobener Sommer Open Air mit Radio Grün-Weiß wieder zurück nach Leoben und viele weitere Veranstaltungen wie Traktor trifft Vespa oder die WM LKW ziehen und Steinheben, der internationale Rettungshundetag samt Vorführung, das LE-Lauf-Event oder eine Gartenausstellung und vieles mehr werden auch heuer wieder tausende Besucher auf den Leobener Hauptplatz locken.